Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Dirk Oleshausen, am Samstag war das vorletzte Heimspiel der Saison auf den KSC. Union Berlin ist zu Gast. Mit welchen Vorstellungen, mit welchen Erwartungen geht ihr das Spiel an? Ja, also Erwartung ist vielleicht ein bisschen falsch formuliert. Ich denke, wir werden voll auf Sieg spielen. Ja, wir haben eine gewisse Bringschuld auch gegenüber den Fans, die uns das ganze Jahr unterstützt haben. Und außerdem wollen wir noch mindestens Vierter werden. Ja, also uns bringt das nichts, wenn wir jetzt am Ende da im Mittelfeld rumdümpeln. Wir spielen trotzdem eine gute Saison, aber ich denke, wenn wir jetzt noch am Ende Vierter sind, dass wir dann dem Ganzen noch einen I-Punkt draufsetzen. Siehst du die Gefahr, dass es jemand schleifen lassen könnte? Nein, ich denke nicht. Es geht ja auch um Ehre, Stolz. Es geht im Ende auch ums eigene Portemonnaie. Und von daher denke ich, da gibt es keinen Grund, jetzt irgendwas schleifen zu lassen. Es sind noch 4 Wochen. Jeder kann sich auch anbieten für nächstes Jahr auch und kann seine Leistungen bestätigen, was er dieses Jahr bisher gebracht hat. Und von daher denke ich nicht, dass man da irgendwas schleifen lassen sollte. Wir sind im Vorverkauf schon über 12.000 Karten und ihr könnt am Samstag die 200-Tage-Marke knacken. Seit dem 5. Oktober 2013 seid ihr zu Hause ungeschlagen. Spielt das eine Rolle? Eher weniger. Also ich glaube nicht, dass die Statistik jetzt, wie lange wir zu Hause ungeschlagen sind. Für uns ist das eine schöne Nebensache, dass das immer wieder schön erwähnt wird. Und vielleicht für die Fans ist das super, aber für uns, denke ich, sollte das jetzt in dieser Spielvorbereitung keine Rolle spielen. Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV.